Hallo, ich bin der Jelitschka Michael, ich bin 18 Jahre alt, im vierten Lehrjahr und arbeite in der Salzburg AG als Betriebstechniker. Also in meiner Lehre lerne ich, wie man Sachen skriptet oder wie man Drucker einrichtet, generell auf Netzwerk- und Serverbasis. Ich lerne, wie man Rechner installiert, wie man die ganzen Komponenten nennt und zusammenbaut. Man muss auf jeden Fall gern am PC schrauben und was man auch noch gern machen muss, ist skripten, weil das kommt immer häufiger bei uns im Beruf vor. Am Vormittag tun wir meistens die Hardware für die ganzen Benutzer vorbereiten, sei es Recheninstallationen, die Vorbereitung von Peripheriegeräten wie Monitore, Drucker, Maus, Tastatur. Und am Nachmittag werden wir dann hauptsächlich das Zeug zu den Leuten ausliefern und nochmal durchtesten, ob alles funktioniert. Also das Arbeitsklima ist eher locker, man filmt sich schnell bei uns ein und die Kollegen sind auch alle recht freundlich. Mein Ausbildner, der hilft mir immer gern weiter, wenn ich irgendwelche Probleme habe, der zeigt mir alles sofort und der kann mir immer weiterhelfen, wenn ich irgendwelche Fragen habe, kann ich ihm jederzeit fragen. Also bei uns in der Kantine kann man echt günstig und gut essen auch. Also das ist ein Preis auf jeden Fall wert. Man hat hin und wieder Lehrlingsaktionstage, wo man Ausflüge macht, sei es, dass man klettern geht oder informative Sachen. Man hat ziemlich viele Ausbildungsmöglichkeiten und es wird mir schon taugen, wenn ich dann da weiter arbeiten gehen kann.